B1, B2 Bausteine, Übungen, eine kleine Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb freuen genauer an. Zuerst die Sätze. Ich freue mich, morgen. Ich freue mich, gestern. Die Freude, morgen. Die Freude, gestern. Ich erfreue mich da, die Freude da, Und nun die Einsatzmöglichkeiten. A. Über, B. Auf, C. An. Setzen wir ein. Ich freue mich auf morgen. Auf steht, wenn der Begriff zukünftig ist. Ich freue mich über gestern. Über steht, wenn es sich um einen Zeitpunkt in der Vergangenheit oder in der Gegenwart handelt. Die Freude auf morgen. Die Freude über gestern. Ich erfreue mich daran. Das Verb hier heißt sich erfreuen an. Und das passende Nomen dazu, die Freude daran. Und jetzt noch einmal. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich über gestern. Die Freude auf morgen. Die Freude über gestern. Ich erfreue mich daran, die Freude daran. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben, Fragen und Antworten an. Zuerst die Sätze. Ich stelle eine Frage. Ich frage wann zurückkommt. Ich antworte deine Frage. Ich beantworte Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Dich, B. Dir, C. Er, D. Sie, E. Auf und F. Über. Setzen wir ein. Ich stelle dir eine Frage. Eine Frage stellen plus Dativ. Ich frage dich. Fragen plus Akkusativ. Wann er zurückkommt. Er ist hier der Nominativ. Ich frage dich, wann er zurückkommt. Ich antworte auf deine Frage. Antworten auf. Das ist ein Verb mit Präposition. Ich beantworte sie.
Beantworten plus Akkusativ. Und noch einmal alle Sätze. Ich stelle dir eine Frage. Ich frage dich, wann er zurückkommt. Ich antworte auf deine Frage. Ich beantworte sie. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir bitte ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben mit Akkusativ und Dativ an. Zuerst die Sätze. Ich sehe, ich helfe, ich brauche, ich schade, und die Lösungsmöglichkeiten A. Dich, Akkusativ und B. Dir, Dativ. Setzen wir ein. Ich sehe dich. Sehen plus Akkusativ. Ich helfe dir. Helfen plus Dativ. Ich brauche dich. Brauchen plus Akkusativ. Ich schade dir. Schaden plus Dativ. Und jetzt noch einmal. Ich sehe dich. Ich helfe dir. Ich brauche dich. Ich schade dir. Hier müssen wir uns immer merken, die meisten deutschen Verben stehen mit dem Akkusativ. Einige wenige aber mit Dativ. Diese Verben findet ihr unter http://longua.org/dativ.php. Wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb sprechen und einige Präfixe an. Zuerst der Satz. Wir müssen das noch einmal ... Er spricht ... Ihr ... das Problem. Ein Euro ... einem Dollar 20. Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Mit. B. Von. C. Besprechen. D. Entspricht. E. Über. F. Vor. Setzen wir also ein. Wir müssen das noch einmal besprechen. Besprechen bedeutet diskutieren. Infinitiv. Er spricht mit ihr über das Problem.
Sprechen mit und sprechen über. Sprechen mit Dativ, sprechen über Akkusativ. Sprechen von wäre auch eine Option, aber das Problem steht im Akkusativ. 1 Euro entspricht 1,20 Dollar. Hier steht das Verb entsprechen. Das bedeutet, der Wert eines Euros ist derselbe wie der 1,20 Dollar. Und jetzt noch einmal alles. Wir müssen das noch einmal besprechen. Er spricht mit ihr über das Problem. 1 Euro entspricht 1,20 Dollar. Und jetzt noch einmal ganz kurz als Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns ein altes Problem an. Welche Präposition steht? Sehen wir zuerst die Sätze. Sie fährt ... Zug. Sie steigt ... Zug ein. Sie steigt ... Zug aus. Sie steigt ... einem Zug ... anderen Zug um. Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Von. B. Aus dem. C. Aus dem. D. In den. E. Mit dem. F. In den. Sie fährt mit dem Zug. Fahren mit. Fahren mit Verkehrsmitteln, mit dem Zug, mit dem Auto, aber auch sie fliegt mit dem Flugzeug. Sie fährt mit dem Zug, Dativ. Sie steigt in den Zug ein. Wohin steigt sie ein? In den Zug, Akkusativ. Sie steigt aus dem Zug aus. Aussteigen aus. Aus steht immer mit Dativ. Sie steigt von einem Zug, von plus Dativ, in den anderen Zug um, in, wohin, in den anderen Zug. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Sie fährt mit dem Zug, sie steigt in den Zug ein, sie steigt aus dem Zug aus, sie steigt von einem Zug in den anderen Zug um. Ich hoffe, dass es jetzt klar geworden ist. Dann viel Spaß beim Video. Guckt es euch vielleicht noch einmal an. Gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre super, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao! Wo, Dativ, dem, der, dem, den. Wohin, Akkusativ. Den, die, das, die. Diese Regel gilt für die Wechselpräpositionen, nämlich auf, über, unter, vor, hinter, in, an, neben und zwischen.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns das kleine Wort zu an. Zuerst die Beispielsätze. Ich gehe dir Hause. Ich bin dir Hause. Soll ich etwas mitbringen? Nein, das brauchst du nicht. Tun. Ich habe nicht viel. Tun. Und jetzt setzen wir ein. Ich gehe zu dir nach Hause. Zu dir, das ist eine Person. Nach Hause, wohin? Nach Hause. Ich bin bei dir zu Hause. Bei dir, das ist die Person, wo, und zu Hause, wo mit zu Hause. Soll ich etwas mitbringen? Hier steht kein zu. Auch wenn wir sagen würden, soll ich dir etwas mitbringen? Auch hier würde kein zu stehen. Nein, das brauchst du nicht zu tun. Zu steht wegen des Wortes brauchst. Brauchen zu plus nicht. Das brauchst du nicht zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Etwas zu tun haben. Und jetzt noch einmal alles. Ich gehe zu dir nach Hause. Ich bin bei dir zu Hause. Soll ich etwas mitbringen? Nein, das brauchst du nicht zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Ich hoffe, jetzt habt ihr zu ein bisschen besser verstanden. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt das Video. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, tschüss! Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Präpositionen genauer an. Zuerst die Sätze. Er träumt, Strand. Er sitzt, Strand. Er fliegt, Süden. Er setzt sich, Strand. Und jetzt die Lösungen. A. An den. B. In den, C, am, D, vom. Setzen wir ein. Er träumt vom Strand. Träumen von, Verb plus Präposition plus Dativ. Er sitzt am Strand. Wo am Strand, Dativ. Er fliegt in den Süden. Wohin? In den Süden. Akkusativ. Er setzt sich an den Strand. Wohin? An den Strand. Akkusativ. Der Strand ist maskulin. Ich hoffe, ihr habt das Video gemocht. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Irak und die Verben, die man damit verwenden kann, an. Fangen wir also mit den Sätzen an. Er kennt Irak. Er fliegt Irak. Er studiert Irak. Er kommt Irak. Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. Den, im, aus dem, aus, in die und in den. Und jetzt zur Lösung. Er kennt den Irak. Kennen mit Akkusativ. Irak ist maskulin, also er kennt den Irak. Er fliegt in den Irak. Irak ist maskulin. In den Irak, wohin? Länder mit Artikel stehen immer mit in, nicht mit nach. Er fliegt in den Irak. Er studiert im Irak. Irak ist maskulin. Wo im Irak? Dativ. Er studiert im Irak. Er kommt aus dem Irak. Er kommt aus. Irak steht mit Artikel, aus steht mit Dativ, also aus dem Irak. Er kommt aus dem Irak. Und jetzt noch einmal kurz alle Sätze. Er kennt den Irak. Er fliegt in den Irak. Er studiert im Irak. Er kommt aus dem Irak. Wo? Dativ. Dem, der, dem, den im Plural. Wohin? Akkusativ. Den, die, das, die. Das gilt für die Wechselpräpositionen. In, an, auf, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen und gefallen hat. Dann gebt mir bitte ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Und jetzt kommt die kleine Wiederholung. Es wäre super, wenn ihr Mitglieder auf dem Kanal werdet. Hallo, in diesem Video sehen wir uns ein Verb genauer an. Zuerst die Sätze. Es ist heiß. Sie zieht um. Die Wohnung ist zu klein. Sie zieht um. Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Um. B. An, C, sich, D, nichts. Setzen wir ein. Es ist heiß. Sie zieht sich um. Sich umziehen ist ein reflexives Verb und braucht somit sich. Sich umziehen heißt die Kleidung wechseln. Die Wohnung ist zu klein. Sie zieht um. Hier steht nichts. Umziehen ohne sich bedeutet die Wohnung wechseln. Und noch einmal die Sätze. Es ist heiß. Sie zieht sich um.
Die Wohnung ist zu klein. Sie zieht um. Ich hoffe, jetzt habt ihr das verstanden. Bis bald und wir hören uns. Gebt mir bitte ein Like und teilt das Video. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb sprechen und einige Synonyme dazu an. Zuerst die Sätze. Ich sage ... Ich wende ... an ... Ich spreche mit ... Ich äußere ... dazu. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Es, Akkusativ. B. Ihm, Dativ. C. Ihn, Akkusativ. Und D. Mich, Akkusativ. Achtung, einige Wörter passen doppelt. Setzen wir ein. Ich sage es ihm. Es, Akkusativ, ihm, Dativ. Wenn wir zwei Pronomen haben, steht zuerst der Akkusativ, dann der Dativ. Ich wende mich an ihn. Sich wenden an plus Akkusativ. Mich ist das Reflexivpronomen im Akkusativ und an ihn, hier ist ihn, wieder ein Akkusativpronomen. Ich spreche mit ihm. Eigentlich heißt das Verb sprechen mit plus Dativ, von plus Dativ und über plus Akkusativ. Hier steht aber nur mit plus Dativ, mit ihm. Ich äußere mich dazu. Sich dazu äußern. Oder sich äußern zu plus Dativ. Mich ist hier wieder ein Reflexivpronomen und zwar im Akkusativ. Und jetzt noch einmal die Sätze. Ich sage es ihm. Ich wende mich an ihn. Ich spreche mit ihm. Ich äußere mich dazu. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Fragewörter an. Zuerst die Sätze. ... spricht er. ... denkt er. ... leidet er. ... neigt er. Und nun die Lösungsmöglichkeiten. A. Woran? B. Wozu? C. Wovon? D. Worüber? Setzen wir ein. Worüber oder wovon spricht er? Hier gehen zwei Möglichkeiten. Woran denkt er?
Woran leidet er? Wozu neigt er? Hier müssen wir uns immer merken, viele Verben haben eine feste Präposition. Wir nennen das Verb mit Präposition. Wenn wir diese Präposition kennen, kombinieren wir es mit dem Anfang des Wortes wo bzw. vor bei vokalischem Anfang. Jetzt sehen wir noch einmal die Beispiele. Worüber oder wovon spricht er? Woran denkt er? Woran leidet er? Wozu neigt er? Und jetzt die Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Die Fragewörter. Wer, wen, wem oder wessen? In diesem Video sehen wir uns diese Fragewörter an. Sie stehen im Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Ist das? Punkt, Punkt, Punkt. Siehst du? Punkt, Punkt, Punkt. Gehört das? Punkt, Punkt, Punkt. Fahrrad ist das? Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Wessen? B. Wer? C. Wem? D. Wen? Setzen wir ein. Wer ist das? Nominativ. Wen siehst du? Akkusativ. Wem gehört das? Dativ. Wessen Fahrrad ist das? Genitiv. Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Wer ist das? Wen siehst du? Wem gehört das? Wessen Fahrrad ist das? Und zur Wiederholung, in der Mitte findet ihr jeweils den Kasus, Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Wer, Nominativ, der. Wen, Akkusativ, den. Wem, Dativ, dem. Wessen, Genitiv, des. Ich hoffe, ihr könnt hier die Logik verstehen. Ihr seht jeweils links das Fragewort und rechts den Artikel. Die Endung ist jeweils gleich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns Adjektive mit Präpositionen und die dazugehörigen Fragewörter an. Sehen wir zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt ist fähig. Punkt, Punkt, Punkt ist beschäftigt. Punkt, Punkt, Punkt ist interessiert. Punkt, Punkt, Punkt ist neidisch.
Und jetzt die Fragewörter. A. Woran? B. Worauf? C. Womit? D. Wozu? Fangen wir also an. Wozu ist er fähig? Womit ist er beschäftigt? Woran ist er interessiert? Worauf ist er neidisch? Und jetzt nochmal alles zusammen. Wozu ist er fähig? Womit ist er beschäftigt? Woran ist er interessiert? Worauf ist er neidisch? Die Adjektive heißen fähig zu plus Dativ, beschäftigt mit plus Dativ, interessiert an plus Dativ und neidisch auf plus Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Jetzt nochmal die Wiederholung. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb sich vorstellen genauer an. Zuerst die Sätze. Punkt, 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 sich vorstellen. Ich stelle mich bei Punkt, Punkt, Punkt vor. Ich stelle Punkt, Punkt, Punkt vor, dass ich Punkt, Punkt, Punkt hier Punkt, Punkt, Punkt stelle. Ich kann Punkt, Punkt, Punkt keine Vorstellung davon machen, Punkt, 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 hier vorzustellen. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Mich, B. Mir, C. Sich, D. Ihm und E. Vor. Setzen wir also ein. Sich vorstellen. Sich vorstellen ist der Infinitiv des reflexiven Verbes. Sich vorstellen. Ich stelle mich bei ihm vor. Sich vorstellen bei plus Dativ. Sich vorstellen heißt in diesem Fall sich präsentieren, seinen Namen sagen. Ich stelle mir vor. Sich vorstellen steht hier mit Dativ. Das heißt eine Idee haben, sich etwas vorstellen. Ich stelle mir vor, dass ich mich hier vorstelle. Ich stelle mir vor, dass ich mich hier vorstelle. Ich stelle mich vor heißt, ich präsentiere mich. Mich ist Akkusativ, vor ist das Präfix von vorstellen. Ich kann mir keine Vorstellung davon machen. Sich Vorstellung machen von plus Dativ. Mich hier vorzustellen. Ich stelle mich vor, ich präsentiere mich. Ich kann mir keine Vorstellungen davon machen, mich hier vorzustellen. Und noch einmal alle Beispiele. Sich vorstellen. Ich stelle mich bei ihm vor. Ich stelle mir vor, dass ich mich hier vorstelle. Ich kann mir keine Vorstellung davon machen, mich hier vorzustellen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr es mögt. Dann liked es und teilt es. Dankeschön und bis nächstes Mal. Bis dann. Und jetzt die Wiederholung.